Misstrauen. Denen trau ich, die als Bauern ihren Boden bestellen, sie ziehen Kraft aus der nährenden Erde und stärken die Erde selbst. Denen misstrau ich, die in der Ferne suchen ein Heim in der Not, sie beglücken so wenige und nur ihrer Art. Ich bin einer davon. Er streunt meine hungernde Seele wie ohne Herr ein Hund um vergitterte Häuser herum und friert erbärmlich zugrund, als angekettet in seinem Hof in ehrlicher Pflicht zu wachen, ein Heulen entlockend den heimatlosen, streunenden Wanderscharen. Ich seh, wie sie ziehen über Heide und Moor in des Traumes Bann. Ich weiß, ich bin Blut von ihrem Blut. Wozu bin gut ich dann? Denen trau ich, die als Bauern ihren Boden bestellen. Sie ziehen Kraft aus der nährenden Erde und stärken die Erde selbst. Das klingt nach Verklärung von Heimat, Landwirtschaft, Naturverbundenheit, Volk und so weiter. Würde man diese Strophe isoliert zitieren, könnte man Karen Boye ganz schön in ein falsches Licht rücken. Denen misstrau ich, die in der Ferne suchen ein Heim in der Not. Das Gegenteil zum der Scholle verbundenen Bauern, ein Mensch ohne Heimat, nach einer solchen suchend. Sie beglücken so wenige und nur ihrer Art. Ein entwurzelter Mensch kann also nur einen gleicher Art entwurzelten Menschen beglücken. Um was für eine Entwurzelung mag es sich handeln? Ich bin einer davon. Das ist ein bemerkenswerter Twist. Man hatte schon fast befürchtet, dass sich über den Entwurzelten erhoben wird. Stattdessen wird sich mit ihm identifiziert. Hier spricht jemand, den genau dieses Schicksal selber trifft, ein Heim suchend in der Not. Was ist das für eine Not? Karen Boye hat ihre sexuelle Orientierung nie direkt in ihrer Lyrik angesprochen, aber immer wieder werden die Bilder, die sie gebraucht, überaus klar, wenn man sie in Beziehung dazu setzt. Die Normabweichung bedeutet, dass irgendwo verstreut diejenigen sind, mit denen man seine Liebe ausleben könnte. Und ebenso wie man selbst haben auch diese das Problem, dass sie ein äußerstes Risiko eingehen, wenn sie sich mitteilen. Er streunt meine hungernde Seele wie ohne Herr ein Hund um vergitterte Häuser herum und friert erbärmlich zugrund. Ein solch vergittertes Haus war die Mitstudentin, in die Karen Boye verliebt war. Das Geständnis, zu dem sie sich irgendwann hinreißen ließ, wurde zu einer geradezu traumatischen Erfahrung. Eine Zurückweisung mit unverhohlenem Ausdruck des Ekels, die viel tiefer verletzte, als es ein Korb alleine je könnte. Als angekettet in seinem Hof, in ehrlicher Pflicht zu wachen. Angekettet in seinem Hof ist man, wenn man ganz den gesellschaftlichen Normen entspricht und nicht einmal die gedankliche Freiheit hat, sich andere Normen auch nur vorzustellen. Die ehrliche Pflicht entspricht der Ehrlichkeit und Authentizität, die solch ein geistig begrenzter Charakter durchaus haben kann. Ein Heulen entlockend den heimatlosen, streunenden Wanderscharen. Die aufgrund ihrer Orientierung Heimatlosen haben alle diese Sehnsucht nach einem Heim. Das Heulen kann natürlich auch das Begehren meinen, das unvermeidlicherweise sich auf eine gleichgeschlechtliche Person beziehen kann, bei der nicht die Möglichkeit einer Erwiderung besteht. Ich sehe, wie sie ziehen über Heide und Moor in des Traumes Bann. Ich weiß, ich bin Blut von ihrem Blut. Wozu bin gut ich dann? So viel weiß sie also. Sie gehört zu diesen Entwurzelten, sieht sie aber nur im Traum ihre Wege ziehen. Also gehört sie auch da nicht wirklich dazu. Wenn es eines Beweises bedurfte, dass man sich seine sexuelle Orientierung nicht aussuchen kann, dann ist dieses Gedicht bestimmt dazu geeignet.
Karen Boje war noch nicht so weit, ihre Orientierung positiv anzunehmen. Sie empfand es offenbar, als würde ihr damit der Weg zu einer sinnstiftenden, erfüllenden Liebe verschlossen.